schon. Nein, 30, korrigiere. Ist der, spielt auch Patrick Dringel die Doppel-3 an und trifft diese Und mit dem trifft sie jetzt, ja, genau. dritten Dart. Das ist 21 Darts für das erste Leg. 30 Punkte, das sind 76 Rest. Das ist der Dart aufs Doppel für Dominik Haberl und der sitzt, der erste Dart, 20 Darts und es steht 1 zu 1. Wie eine schlechte Aufnahme kommt das nächste Anwurf, noch eine schlechtere Aufnahme. Aber ja. Das kennt man doch. Jetzt kommt 10 mit den 180er, Und die ersten jawohl, 180er hier jawohl. von Patrick Dringler, damit schon im Finishbereich nach 9 Darts mit 154 Punkten Rest. Der redet schon um einige Punkte angehoben. Und dann Und kommt trifft es auch gleich 13 im Darts. ersten Dart. 13 Darts. Aber auch Dominik Haberl war noch 12 Darts wieder im Finishbereich, hat der Druck aufgebaut, aber Patrick Dringler spielte 57 von 160 Rest. Ja, wird mit dem Leg jetzt nicht sonderlich zufrieden sein, aber ich denke, er wird es bald abhaken. Ja, ist auch schon abgehakt, weil Dominik Haberl macht mit 17 Darts das 2 zu 2. Für eine Mannschaft vom DC Darts in der Wiener Liga. 14 Darts. Und nach 14 Darts checkt er dieses Leg aus und geht damit 3 zu 2 in Führung. Bis jetzt alle Legs vom anwerfenden Spieler gewonnen. Das heißt, Dominik Haberl jetzt die Möglichkeit, das 3 zu 3 zu machen. Das meiste, glaube ich, das schwächste Leg, was er gespielt hat, gegen mich, glaube ich, waren 17 Darts. Ja, entspannt, ne? Ja, Also das ist das dann schon. 114. Oh, Wahnsinn, wahnsinnig stark, er hat 162 für 162 für 16 Rest. 16 Rest nach 12 Darts wieder. Dominik Haberl macht doch fast, also macht kaum Fehler. Es ist nur ein bisschen, was eben die Triple sind. Und dann Und wird sie schon machen. Patrick Dringler wieder mit 14 Darts holt er sich hier den Sieg über Dominik Haberl zum 4 zu 2. Ja, Kann man so das machen, war oder? mal eine sehr, sehr starke Leistung hier von Patrick Dringler. Also wenn das die anderen Spieler gesehen haben, die gerade vielleicht nicht spielen mussten und zuschauen konnten, die werden gesehen haben. Also den muss man aber schlagen, den Patrick Dringler, Ja, wenn er den so muss man auf der Rechnung weiterspielt. haben, ja.